Mädel, Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Zuerst springen wir etwas in der Zeit zurück, denn ich wollte euch zeigen, wie wir einen Fahrradvlog aufnehmen wollten. Also das Problem ist erstmal die Kette, und zwar, wenn er Gas gibt, also in die Pedale tritt, dann dreht sich dieses Rad nicht richtig, das Hinterrad. Und außerdem wollte ich das einmal probieren, dann ist einfach das Pedal kaputt gegangen. Einfach so zerbrochen. Der restliche Teil vom Pedal liegt noch hier. Das hat eigentlich doch funktioniert, auf einmal ist es nicht mehr gefahren. Doch der Traum vom Fahrradvlog, der ist nicht geplatzt, denn wir hatten an einem anderen Tag weitergemacht. So Leute, wir sind jetzt wieder unterwegs. Diesmal wurde das Fahrrad vom Lotfi gewechselt. Wir haben jetzt eins von Curtis und nicht eins von Shimano. Meins bleibt natürlich immer noch das gleiche. Und erzähl mal, was das nächste Ziel ist, Lotfi. Wir wollen heute zum Potsdamer Platz. Und ja, wir wollten eigentlich noch die Nico mitnehmen, aber das hat nicht geklappt. Ich wollte ihm erstmal das alte Shimano von mir geben, weil das irgendwie schon halbwegs geklappt hat. Dann hat Nico aber gesagt, ich fahre nicht mit der Rostmöhre. Tja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Vielleicht gibt es ja noch einen Fahrradvlog mit Nico. Von dieser Aktivität habe ich leider wenige Aufnahmen übrig oder fast gar keine. Denn Lotfi hat sein Handy leider auch verloren. Das heißt, es lief nicht ganz so gut und wir sind auch nicht sehr weit gekommen dadurch. Dafür ist aber am Montag vor den Zeugnissen die ganze Klasse grillen gegangen. Und ich zeige euch, was ich an dem Morgen gemacht habe. So, Mädel-Leute, in circa 13 Minuten muss ich wieder in der Schule sein, befinde mich aber trotzdem gerade im scheiß Edeka. Ich bin Grillmeister beim Grillen und schaue jetzt noch nach dem Grill. Eine sehr riskante Strategy auf jeden Fall. Okay, hier könnten wir einen mitnehmen. Ich glaube, ich nehme sogar zwei. Streichis brauchen wir natürlich auch. Für 50 Cent kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Und hier sind zwei Grills. Also das ging ja schnell. Ja, geil. Es ist jetzt nur noch, ab damit zur Schule. Nun springen wir aber weiter vor, und zwar Richtung Gegenwart. So, schönen guten Mädel, Leute. Wir testen heute Pankoa Döner. Ich habe mir dazu noch ein Getränk geholt. Aber ja, ich würde mal sagen, wir hauen mal rein. Wir geben dann natürlich eine Bewertung ab. Von 1 bis 10. Geruch fällt positiv aus. Auf, ja. Und das Aussehen ist schon mal auch relativ gut. Ja, ich finde auch noch, was heraussticht, dass hier Kartoffeln mit dabei sind. Das finde ich sehr gut und ja, das ist wie, überraschen. Ja, das ist wie beim Rührarm. Und nun sind wir fertig. Mir hat es eigentlich ganz gut geschmeckt. Ich würde aber nur so eine 7 geben, weil am Anfang war zu viel Salat, am unteren Ende nur Fleisch. Also eigentlich wäre es sogar schon eine 6,5. Und Lotfis Meinung dazu ist folgende. Er hat komplett scheiße geschmeckt. Da waren Paprika drin, da waren Karotten drin. Was ihr hier gerade sehen könnt, ja. Und das sind die Paprika, die ist gelbe. Und hier noch eine Paprika. Viel zu viel Soße am Ende. Also eine 4 von 10. Ja, komplett unterschiedlich gemacht auch. Weil hier unten ist nur noch Soße. Und bei mir war unten wenig Soße und nur noch Fleisch. Zum Schluss haben wir noch was zur Atmosphäre im Laden auszusetzen. Ja, also ich fand die Atmosphäre persönlich sehr schlecht, weil es waren halt viele Alkoholiker dort. Wir haben uns halt in den hinteren Teil hingesetzt, wo es dunkel war. Dann haben wir das Licht natürlich angemacht. Und eine Minute später vielleicht ist ein Mitarbeiter gekommen und hat uns das einfach ausgemacht. Mhm. Das war auch nicht gut. Und es waren auch, wie man hier sehen kann, Spielautomaten dort. Genau. Im Casino, was, finde ich, nicht in den Dönerladen reingehört. Ja, das zerstört es immer so. Dann sitzt dort irgend so ein Typ und regt sich auf, dass er wieder verloren hat. Aber sieht man so, wie der da irgendwie 20 Euro reinschiebt und so ein Bierchen nebenbei trinkt. Das zerstört einfach die Atmosphäre so. Ja. Genau, das ist unser Fazit dann quasi zum Laden. Mein Döner war ganz okay. Meiner war scheiße. Und die Atmosphäre war halt auch scheiße. Genau. Ich möchte euch aber noch mit etwas Positivem verabschieden, und zwar hat Lotfi den Around the World geschafft. Ich schaffe es. Oh. Oh! Wie ist nice! Ja! Ja! Ja. Bo! Und damit endet leider schon wieder dieses Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst vielleicht ein Like oder Kommentar da. Ich sag Medal of Tschö Tschö. So, nun haben wir noch was zur Atmosphäre in diesem Laden auszusetzen. Ja, also ich fand persönlich, die Atmosphäre war sehr schlecht, weil mein Fahrrad fällt runter.